herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kleine Küche, große Träume. Heute war Fulja bei uns zu Besuch und ich habe dann entsprechend auch wieder was Leckeres gekocht. Einerseits was mit Curry, weil viele von euch werden das wissen, Fulja liebt Curry genauso wie wir, von daher bietet sich das immer an. Und als Vorspeise, das ist das Video, das ihr jetzt gerade seht, gab es eine Blumenkohlsuppe. Suppen finde ich ja mittlerweile auch echt großartig und von daher habe ich mich mal wieder an eine neue gewagt. Und beim Videodreh habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, dass die Sahne da natürlich auch noch am Ende reinkommt. Das erfahrt ihr jetzt also schon am Anfang und den Rest vom Video könnt ihr jetzt direkt sehen. Und hier sind die Zutaten. Was brauchen wir? Wir brauchen Kohlrabi. Das hier sind, sage und schreibe, die kleinsten Kohlrabis, die ich je gesehen habe. Normalerweise braucht man zwei, hiervon habe ich drei genommen. Ihr seht das vielleicht im Vergleich zur Hand, also die sind wirklich winzig. Eine kleine Tomate, eine kleine Kartoffel brauchen wir, eine Zwiebel. Hier ist Mehl drin, da wird eine Mehlschwitze zwischendurch draus gemacht, aber das seht ihr dann ja nachher. Dann brauchen wir Gemüsebrühe, das hier ist jetzt wieder die Instant, mit einer selbstgemachten schmeckt das wahrscheinlich ein ganzes Stück besser. Gewürzt wird das Ganze mit Muskatnuss, Salz, Pfeffer und dann brauchen wir noch Sahne. Das hier ist jetzt keine Kochsahne, ihr könnt genauso gut Kochsahne nehmen, aber die hier ist schon angebrochen, die will ich heute alle machen. Und das ist wieder mal alles. Mehr brauchen wir nicht, zumindest nichts, was wir nicht eh in der Küche haben, wie Wasser oder so. Und jetzt gehe ich genau dahin, in die Küche. Die Vorbereitung für die Suppe geht wieder relativ schnell. Dadurch, dass die Suppe püriert wird, muss ich mir nämlich beim Schneiden nicht allzu viel Mühe geben. Also die Zwiebel, seht das, die ist ziemlich grob geschnitten, aber da das püriert wird, ist das völlig egal. Das gleiche habe ich mit der Kartoffel gemacht. Und der Kohlrabi ist ebenfalls in Würfel geschnitten. Und diese drei Zutaten schwenken oder schwitzen wir jetzt hier einmal in Öl an. Also ich mache hier gerade etwas Öl heiß. Und da rein kommt dann einerseits die Kartoffel, der Kohlrabi und die Zwiebel. Und das Ganze lasse ich jetzt hier 3-4 Minuten bei mittlerer Hitze einfach mal so anschwitzen und danach geht es dann im nächsten Schritt weiter. So, nachdem das jetzt angeschwitzt ist, kommt da das Mehl zu. Also jetzt fangen wir an, hier eine Mehlschwitze draus zu machen. Das Mehl wird darauf verteilt, das sind jetzt so 1-2 Esslöffel ungefähr. Das wird ein bisschen verteilt und das Ganze lasse ich jetzt auch noch ein bisschen in der Wärme ziehen, bevor dann das Wasser und der Rest der Gewürze und so dazu kommt. Und in der Zeit kann ich euch ein bisschen was zum Pürieren oder auch nicht Pürieren erzählen. Denn diese Suppe müsst ihr natürlich nicht pürieren. Ihr könnt die genauso gut auch gerne in solchen Würfeln essen. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr auch die Kohlrabi-Blätter benutzen. Die werden dann allerdings nicht jetzt schon am Anfang dazu gegeben, sondern die schneidet ihr in Stücke und gebt die am Ende erst dazu. Also so 5 Minuten brauchen die, dann sind die gar. Die sind halt sehr dünn, die brauchen nicht so viel Zeit. Wenn ihr die zu lange kocht, werden die sehr matschig und zerfallen eigentlich schon. Und Kohlrabi-Blätter kann man mitessen, die schmecken auch nicht großartig anders als die Knollen. Ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal zum Zerkleinern sagen. Also, jetzt kommt hier rein einerseits Wasser, das sind so 1,5 Liter. Und das wird jetzt mit der Stärke zusammen dann andicken. Ist da schon ganz schön was festgebraten unten. Das löse ich jetzt erstmal vom Boden. So. Des Weiteren kommt hier rein einerseits die gekörnte Brühe. Das sind so 2 Teelöffel ungefähr. Und dann wird das Ganze noch mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abgeschmeckt und 10 Minuten köcheln gelassen. Und dann ist es vom Prinzip her auch schon fertig. Wie gesagt, ich püriere das Ganze. Ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt also jetzt erst 5 Minuten kochen, dann die Blätter dazu, dann 5 Minuten weiter kochen, bis alles fertig ist. Und dann habt ihr halt, solltet ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Mehl nehmen. Ich püriere natürlich die Kartoffel mit, dadurch löse ich die Stärke aus der Kartoffel, das dickt noch ein bisschen ein. Wenn ihr die also stückig haben wollt, dann nehmt ihr am besten ein bisschen mehr Mehl, um dann auch am Ende eure Sämigkeit hinzubekommen. Und damit ist das Rezept tatsächlich auch schon wieder fertig. Wieder ein sehr kurzes Rezept. Suppenrezepte scheinen prädestiniert dafür zu sein, sehr kurz zu sein.
dennoch sehr, sehr lecker. Also ich bin von Suppen mittlerweile echt begeistert. Bevor ich mit dem Kochkanal angefangen habe, habe ich vielleicht 2 Suppen regelmäßig gekocht. Und jetzt mittlerweile, muss ich sagen, war das ein echter Fehler. Und ich finde das super, dass wir jetzt anfangen, so viele Suppen zu machen. Also, versucht das, macht das mal nach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es dann fandet. Und wir sehen uns dann schon in der nächsten Folge. Bis dann und guten Appetit.